Hey Leute, vielen Dank fürs Einschalten und herzlich willkommen zu einem neuen Programmiertutorial von mir. Ihr wisst es hoffentlich alle, ich habe letzte Woche angefangen, ein Tutorial dazu zu machen, wie man mit Android eine Datei auf einem Server hochlädt, also quasi wie man eine App programmiert, die dies tut. Letztes Mal hatten wir ja da so die Grundlage von der App gemacht, also den ersten Teil, und dann noch das PHP-Skript geschrieben. Also Grundlage von der App war eben, dass man quasi ein Bild auswählt und das Bild dann angezeigt wird, allerdings noch nicht, wie man das Bild dann letztendlich auf dem Server hochlädt. Beim PHP-Skript, da hatten wir eben ein Skript geschrieben, das quasi die Upload-Anfrage annimmt und dann die hochgeladene Datei auf dem Server speichert und mit einem Link antwortet. Das letzte Video solltet ihr euch auf jeden Fall anschauen, denn sonst macht dieses Tutorial hier keinen Sinn. Und wenn ihr das gemacht habt, dann seid ihr hier genau richtig, denn wir fangen jetzt an, den nächsten, also den letzten Teil quasi zu schreiben. Und zwar den wichtigen Teil eben, wie man in der Android-App dann quasi per Java-Code eine Datei auf dem Server hochlädt. Das ist sicher auch der spannendste Teil für alle, denn das wolltet ihr alle wissen, wenn ihr dieses Video schaut. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Tutorial. So, ich bin nochmal gespannt, ob wir mit der Zeit heute gut durchkommen, weil es ja schon relativ viel zu tun gibt heute. Aber fangen wir einfach mal an. Hier haben wir unser Android-Projekt vom letzten Mal. Und hier wollen wir natürlich die Aktion vom zweiten Button jetzt machen. Also quasi das Bild hochladen, und wie ihr hoffentlich wisst, muss man alle solche Internetsachen oder Sachen, die eben nicht direkt was mit der UI zu tun haben, in einem neuen Thread machen und nicht im UI-Thread, da sonst der normale UI-Thread blockiert wird durch die Internetaktion, und deswegen machen wir das in einem neuen Thread. Aber wir machen das nicht unbedingt jetzt in dem normalen Java-Thread, sondern wir machen das lieber hier in einem Async-Task. Und dieser, das ist quasi das Baut auf dem Thread auf, aber das ist dann nochmal deutlich besser zu handhaben, weil man dann nochmal eine Aktion im UI-Thread besser ausführen kann, sobald die Aktion im anderen Thread dann beendet wurde, also das Bild hochgeladen wurde. Das heißt, dann kann man, sobald es hochgeladen wurde, besser eine Aktion ausführen, zum Beispiel eben den Link anzeigen. Und dazu brauchen wir jetzt eine neue Klasse, die eben auf dem UI-Thread basiert, und die erstellen wir uns jetzt hier als innere Klasse. Schreiben wir also hier mal Private Class. Und diese Klasse nenne ich jetzt Upload Image Async Task Extends, natürlich Async Task. Ist ja vollkommen logisch. Und dann machen wir noch die Klammern, und dann muss man natürlich direkt was implementieren, damit der Async Task dann auch funktioniert. Also machen wir hier mal die Implementen Methods, und dann müssen wir die Do in Background Methode implementieren, und das ist die Methode, die in die schreiben wir alles rein, was im Hintergrund ausgeführt werden soll, also quasi im neuen Thread. Und dann brauchen wir noch die On Post Execute Methode, die wird dann ausgeführt, sobald das Do in Background alles gelaufen ist, und dann können wir noch eine Nachricht ausgeben, dass alles geglückt hat, und eben den Link ausgeben. Gut. Diesen Async-Task, den kann man jetzt soweit schon starten. Das mache ich hier einfach mal. Also schreiben wir jetzt hier New Upload Image Async Task.execute. Und dann können wir hier, also ein Parameter muss man hier nicht mitgeben, können wir einfach null mitgeben, denn es wird eh keiner benötigt. Damit starten wir dann quasi den Async-Test, und hier kommt jetzt unser ganzes Zeug rein, was wir brauchen. Und zwar, was brauchen wir, wie geht's los, was muss man machen, um ein Bild hochzuladen. Klar, wir brauchen eine Connection zu unserem Server, und in diesem Fall brauchen wir jetzt die HTTP-URL-Connection in Java. Also erstellen wir uns eine solche mal, und wie erstellt man die sich? Richtig, aus der URL. Die URL haben wir letztes Mal hier beim Server hier in einem String angegeben. Das müssen wir allerdings noch zu einer Java-URL umwandeln, und das machen wir jetzt. Also erstellen wir uns hier eine neue URL. Also hier URL Upload URL ist gleich New URL. Und hier kommt jetzt unser String rein von der URL, also das Ding hier oben. Und da das können wir einfach hier reinschreiben, also Upload URL String. Und dann muss man wahrscheinlich noch höchstwahrscheinlich noch dieses Try and Catch Zeug drumherum machen. Und das machen wir einfach mit Surround Try and Catch. Das sollte man sowieso machen, weil bei Internetsachen immer was schief laufen kann. Und aus dieser URL erstellen wir uns jetzt unsere HTTP-URL-Connection. Also erstellen wir uns erstmal diese. Die kann ich einfach Connection nennen, um es kurz zu halten.
Und die erstellen wir uns jetzt mit upload-url.openconnection. Warum ist das noch rot unterstrichen? Ganz einfach, weil das hier eine ganz normale URL-Connection ausgibt, wir aber die erweiterte HTTP-URL-Connection wollen, weil die ein paar mehr Funktionen hat. Deswegen muss man das noch, man muss noch eine Catch-Clause hinzufügen, das ist auch richtig. Aber man muss das auf jeden Fall noch casten, damit das dann auch eben auf die HTTP-URL-Connection angepasst wird. So, jetzt kriegt unsere Connection ein paar Einstellungen noch mit. Und zwar zum einen mal wollen wir den Output aktivieren, als auch den Input. Das heißt, dass Dinge, die an den Server gehen, als auch Dinge, die zurückkommen vom Server, eben quasi ausgeführt werden. Und das sollten wir deswegen hier beides aktivieren. SetDo Input auch noch auf True. Als nächstes müssen wir dann zwei Parameter bezüglich dem Inhalt von dieser Connection mitgeben. Und zwar als erstes mal den Content Type sozusagen. Das heißt, wir schreiben hier Connection.setRequestProperty. Und hier kommt jetzt eben unser String rein. Was für eine Property das ist, also der Content Type. Und danach kommt dann noch, was für ein Content Type das ist. Es ist bei File Uploads immer so, dass man quasi eine Datei in kleinere Blöcke spaltet und diese dann an den Server sendet. In meinem Fall sind das jetzt so 1 KB Blöcke und die senden wir jetzt eben so blockweise dahin. Und deswegen heißt der Content Type in diesem Fall jetzt Multipart slash Form Data und dann weiß der Server, dass es eben eine in Teile geteilte Datei ist. Jetzt kommt aber nicht nur das, sondern dann kommt danach noch was dahinter. Jetzt machen wir ein Semikolon hier in den String und dann kommt ein sogenanntes Boundary und das ist sozusagen so eine Art, ja, ich würde es mal sagen, Übereinstimmungscode, denn das müssen wir nachher auch noch, wenn wir die Datei dann wirklich in diese Connection schreiben, müssen wir das auch nochmal verwenden und deswegen brauchen wir eine Boundary. Die sollte möglichst halt aus irgendwas bestehen, was nur einmal vorkommt, zum Beispiel eben der aktuellen Zeit in Millisekunden. Und diese Boundary erstellen wir uns jetzt hier mal in einem String. String Boundary, die brauchen wir noch öfters. Und da empfiehlt es sich meistens noch irgendwas vor die Zeit in Millisekunden zu setzen, zum Beispiel ein paar Bindestriche und dann noch Boundary. Also das ist eigentlich total egal, aber seid einfach kreativ, euch wird schon was einfallen und dann sagen wir hier einfach System.currentTimeMillis und dann haben wir uns ein Boundary erstellt, das wir hier jetzt mitgeben müssen. Das heißt, wir lassen hier eine leere Lücke und sagen dann hier danach Boundary ist gleich und dann hängen wir da unser Boundary an. Dann kriegt die Connection jetzt noch eine zweite Property. Und zwar, dass wir ja die Connection so lange offen halten wollen, bis eben die ganze Datei übertragen wurde. Und dafür müssen wir dann den Parameter Keep Alive mitgeben. Und zwar hier zur Connection. Connection und dann Keep Alive. Und dann wird die Connection quasi so lange am Leben gehalten, bis eben die ganze Datei dann drüben ist. Gut, jetzt haben wir das soweit. Und dann können wir uns auch darum kümmern, quasi den Dateiteil mit noch ein paar anderen Sachen in die Connection zu schreiben. Und das machen wir mit einem Data Output Stream. Den erstellen wir uns hier jetzt mal. Data Output Stream. Können wir Data Output Stream nennen, ist egal. Und den müssen wir uns jetzt erstellen. Und zwar aus einem normalen Output Stream, welchen wir uns aus der Connection holen können. Also schreiben wir jetzt hier, ich habe jetzt New Data Output Stream und dann kommt hier ein Output Stream rein, den holen wir uns von der Connection mit Connection.get Output Stream. Und hier müssen wir jetzt einige Dinge reinschreiben und die sollten wir uns hier oben in Strings erstellen, weil wir noch nachher genau wissen müssen, wie viele Zeichen das sind und so. Das werde ich später erklären, warum das so ist. Und jetzt können wir mit diesem Data Output Stream immer so Texte eben quasi in diese Connection reinschreiben. Mit DataOutputStream.WriteBytes und da können wir dann unseren String reinschreiben, die Bytes, die wir da eben reinschreiben wollen. Und da kommen jetzt einige Dinge rein, nochmal ein paar Strings, die wir schreiben müssen, bevor wir dann die richtige Datei hochladen. Einfach so ein paar Parameter sind das noch, die wichtig sind. Und da ist es auch besonders wichtig, dass ihr da alles komplett richtig schreibt, auch Groß-Kleinschreibung beachten. Hier ist das übrigens auch schon wichtig. Und dann sollte aber nichts falsch gehen, wenn ihr da alles korrekt habt. Und das sollten wir auch hier
alles oben in Strings anlegen und nicht direkt hier reinschreiben, weil wir nachher noch zusammenrechnen müssen, wie viele Zeichen das insgesamt ergibt. Aus welchem Grund werde ich dann später sagen. Also kommt hier als allererstes mal unsere Boundary wieder rein. Das habe ich ja gesagt, das ist quasi so eine Art Überprüfungssache. Also schreiben wir jetzt hier mal einen String, den nenne ich jetzt mal First Line Boundary. Und diesen String, der setzt sich zusammen. Einmal aus zwei Bindestrichen, dann aus unserer Boundary. Und danach kommen dann nochmal zwei Bindestriche und danach sagen wir noch, dass wir eine neue Zeile beginnen wollen. Und ihr wisst ja, das macht man normalerweise mit einem Backslash und ein N. Damit signalisiert man in der Programmierung eine neue Zeile. Aber um dann ganz sicher zu gehen, dass es auch als neue Zeile gewertet wird, schreibt man hier sogar RN. Also Backslash R, Backslash N und dann haben wir garantiert eine neue Zeile. Und das müssen wir jetzt hier eintragen. First Line Boundary, das senden wir zuerst dahin. Und danach kommt dann eine sogenannte Content Disposition hin. Und das sind einige Informationen, die wir über den Inhalt haben, also quasi über unsere Datei. Und da haben wir auch das letzte Mal, als wir das PHP-Skript geschrieben haben, sogar schon eine behandelt, die wir da mitgeben müssen. Und zwar diesen Upload Name. Den müssen wir da mitgeben. Genauso wie eben auch den Original-Dateinamen, den haben wir hier. Das sind sogar zwei Sachen. Ich habe gerade eins gesagt, aber es sind zwei. Und das gibt man dann da eben mit in einer Content Disposition. Und die schreiben wir uns jetzt hier. String Content Disposition ist gleich. Und die setzt sich jetzt folgendermaßen zusammen. Wir schreiben hier erstmal Content Bindestrich Disposition. Ganz wichtig, dass es richtig geschrieben ist. Und dann schreiben wir einen Doppelpunkt und schreiben dann hier Form Data und dann machen wir ein Semikolon Form Data, damit der Server quasi weiß, dass jetzt eben das formelle Zeug kommt. Quasi ein paar Parameter und durch ein Semikolon grenzen wir hier immer die einzelnen Daten ab. Das ist ja in der normalen Programmierung auch so. Zumindest bei den einzelnen Befehlen. Und jetzt kommt danach der Upload Name als Parameter, von dem ich ja gerade gesprochen habe. Also dieses Ding hier, den müssen wir jetzt mitgeben, können wir hier schon mal kopieren. Dann machen wir hier ein Ist gleich, habe ich ja schon gemacht. Und dann müssen hier Anführungszeichen mitgegeben werden in einem String. Aber daher, dass ich jetzt nicht einfach normale Anführungszeichen setzen kann, da das sonst hier von Java als String erkannt werden würde, müssen wir jetzt innerhalb eines Strings Anführungszeichen setzen. Das geht mit Backslash Anführungszeichen. So macht man quasi Anführungszeichen im String. Und da müssten wir jetzt quasi unseren Upload Name reinschreiben, also das Ding hier. Nachdem wir das gemacht haben, kommt dann auch der nächste Parameter. Und zwar dann der originale Dateiname. Und der heißt dann einfach FileName, das ist ja eigentlich irgendwie logisch. Dann kommen auch wieder diese Anführungszeichen hier rein. Und dann kommt hier unser Dateiname rein. Allerdings muss das jetzt nicht der originale Dateiname sein, den unsere Datei hatte, denn der wird ja eh umbenannt auf dem Server, also ist es relativ egal. Das Einzige, was eigentlich wichtig wäre, ist die Dateiendung. Ich nenne jetzt die Datei einfach mal hier Image File. Und die Dateiendung, die ihr da dran hängt, die lesen wir dann auf dem Server wieder aus und benennen auch die Datei dann so, wie die Dateiendung hier ist. Das heißt, ihr müsst dann eigentlich aus der Datei, die wir da ausgewählt haben, über den Picker hier noch die Dateiendung auslesen. Allerdings ist das jetzt auch ein bisschen abseits vom Thema, deswegen sage ich jetzt hier einfach mal, alle Bilder haben .jpg. Wenn ihr jetzt ein Bild hochladet, was PNG ist und da JPG dahinter steht, ist es eigentlich auch nicht schlimm, weil das wird trotzdem von allen Bildprogrammen und auch vom Browser automatisch als Bild erkannt und wird dann trotzdem richtig angezeigt. Aber theoretisch müsst ihr da noch den richtigen Dateinamen und die Dateiendung dann auslesen. Danach, nachdem wir diese Parameter gegeben haben, hier kommt jetzt kein Semikolon mehr, fangen wir dann noch eine neue Zeile an, damit klar ist, dass das Ding hier dann auch abgeschlossen ist. Das heißt, wir schreiben wieder Backslash R, Backslash N und dann haben wir unsere Content Disposition. Die geben wir jetzt hier ganz einfach auch wieder in den Data Output Stream rein, Punkt Write Bytes und dann sagen wir hier ganz einfach Content Disposition. Als nächstes kommt dann
unsere richtige Datei, die wir hochladen wollen. Und um das ein bisschen abzugrenzen, fangen wir hier sogar nochmal eine neue Zeile an, sodass quasi eine Leerzeile dazwischen ist. Das heißt, wir machen hier Data Output Stream Punkt WriteBytes und machen dann hier eine Leerzeile. Die mache ich auch hier oben in einen String rein. Die nenne ich jetzt New Line. Und dann kommt einfach unser Backslash R, Backslash N da rein. Nur damit wir das nachher dann auch zu den Zeichen hinzuzählen können. Und dann können wir hier New Line reinschreiben. Und jetzt können wir auch, wie lange angekündigt, mit unserem Datei-Upload beginnen. Dafür müssten wir aber alles erstes Mal, damit wir unser Bild verwenden können, das Bild, unsere Bilddatei, die wir hier im Picker ausgewählt haben, noch in einen Input-Stream umwandeln. Denn aus diesem Input-Stream können wir dann immer was rauslesen und das dann auf dem Server hochladen. Das machen wir hier mal ganz am Anfang, weil wir das später noch früher brauchen, bevor wir diese Connection hier machen. Das heißt, wir machen hier einen neuen Input-Stream. Den nenne ich jetzt Image-Input-Stream. Und den generieren wir jetzt aus unserer Wabbis-Image-URI. Das heißt, wir sagen hier getContentResolver. Punkt Open Input Stream und da können wir jetzt unsere Image URI ganz einfach eintragen. Und dann können wir mit diesem Input Stream was anfangen. Den können wir jetzt nämlich hochladen und das funktioniert so, dass wir immer diese Datei in ein KB-Block gespalten. Habe ich ja vorher auch schon mal erzählt und dann immer ein KB-Block an den Server senden, so nach und nach. Und das machen wir dann eigentlich mit relativ bekannten Mitteln, genauer gesagt mit einem While Loop und einen Byte-Buffer und sowas. Das kennt ihr vielleicht schon vom Dateien auf einem Android-Gerät speichern. Das läuft so ähnlich ab. Das heißt, wir brauchen jetzt hier zum einen mal einen Byte-Array, in dem wir dann immer ein KB reinspeichern können. Buffer ist gleich New Byte-Array mit 1024 Feldern. Und dann brauchen wir noch eine Variable, ein Integer, der read heißt. Quasi die Vergangenheitsform von read. Und darin wird dann immer gespeichert, wie viele Bytes quasi schon verarbeitet wurden, damit dann nicht Bytes doppelt gelesen werden oder so. Und jetzt kommt unser While Loop zum Einsatz. Und da lesen wir jetzt immer in diesen Buffer eben ein KB rein von unserem Image Input Stream. Und das machen wir, indem wir hier unsere Integer read zuweisen. Read ist gleich Image Input Stream Punkt read und da lesen wir jetzt ein KB raus mit dem Buffer. Und während das ganze Ding ungleich minus 1 ist, solange ist klar, dass noch quasi Daten vorhanden sind von dem Bild. Wenn dann nämlich minus 1 von diesem Ding hier, von dieser Methode returned wird, also quasi dem Wert zugewiesen wird, dann heißt es automatisch, dass eben keine Daten mehr verfügbar sind, die noch gelesen werden können aus dem Bild, also die Datei quasi fertig ist. Und dann wollen wir natürlich das nicht nur auslesen, sondern dann wollen wir das auch quasi in unseren Data Output Stream schreiben mit Data Output Stream Punkt write und jetzt nicht mehr write byte, sondern ganz einfach write. Und hier kommt jetzt als erstes mal unser Buffer rein. Danach können wir dann noch ein Int Offset einschalten, aber das brauchen wir jetzt nicht. Und dann noch Int Count, das wäre in unserem Fall unsere Variable read. Gut, dann haben wir das gemacht und dann wird die Datei quasi hochgeladen und wenn dann hier diese While Loop fe fertig ist, dann ist das fertig und dann müssen wir auch noch ein paar Sachen wieder mitgeben in Form von Text mit Data Output Stream Punkt Write Byte. Erstmal will da eine neue Zeile wieder haben, das haben wir uns ja vorher schon die Variable New Line gemacht, die müssen wir halt nachher dann zweimal zählen und danach will er dann noch den krönenden Abschluss haben von diesem Teil und zwar will er dann noch eine letzte Zeile drin haben, wo nochmal das Boundary drin enthalten ist. Und das nenne ich jetzt ganz einfach Last Line Boundary. Und das setze ich jetzt so zusammen, dass wir jetzt hier nochmal zwei Bindestriche haben. Und dann haben wir hier nochmal das Boundary. Und dann haben wir hier nochmal zwei Bindestriche. Und dann haben wir hier danach nochmal eine neue Zeile, damit dann das fertig ist. Und mir fällt gerade auf, dass ich beim ersten Ding hier einen Fehler gemacht habe. Hier diese zwei beiden Bindestriche kommen hier nämlich beim ersten First Line Boundary nicht hin, sondern die kommen erst beim zweiten hin. Das ist wichtig, dass ihr da keine Fehler macht, denn wenn ihr Fehler macht, dann könnte es sein, dass es nicht funktioniert.
Und das müssen wir dann natürlich hier auch noch bei data-output-stream.write-bytes last line boundary mitgeben. Nachdem wir das nun hochgeladen haben, verarbeitet der Server das natürlich in unserem Script hier dann und gibt dann am Ende eben unseren Link aus. Und den wollen wir jetzt ja auch wieder zurückhaben. Das heißt, wir müssen da wieder Informationen rauslesen und das machen wir mit einem Input Stream. Und diesen Input Stream holen wir uns aus der Connection raus. Das heißt, wir sagen hier Connection.getInputStream und aus diesem Input Stream kann man jetzt wunderbar eben den Link rauslesen, den der Server hoffentlich zurückgegeben hat. Und den will ich jetzt mal in einem String speichern. Das heißt, ich mache hier nochmal einen String hier ganz oben drüber, nicht mal mehr in der Methode, sondern hier in dem UploadImageAsyncTask, damit wir dann nachher aus der PostExecute-Methode noch drauf zugreifen können und das in dem Text hier anzeigen können. Das heißt String Server Response, Antwort vom Server. Und diese Server Response müssen wir uns jetzt aus dem Input-Stream rauslesen. Dafür gibt es eine Methode, denn da muss man das quasi Zeile für Zeile rauslesen, obwohl wir jetzt nur eine Zeile haben. Aber um das korrekt zu machen, lesen wir jetzt mal mehrere Zeilen raus, wenn es welche geben sollte. Und diese Methode habe ich bereits in meinem Text an Server sind Video erklärt. Deswegen werde ich sie jetzt hier einfach nur kopieren. Und wenn ihr wissen wollt, wie diese Methode hier funktioniert, dann schaut euch einfach das Video an. Ich habe mal die Stelle, an der das erklärt wird, in der Beschreibung verlinkt. Fügen wir jetzt also diese Methode hier ein. Wir müssen das hier alles noch importieren und dann sagen wir hier einfach, wie habe ich es genannt, Server Response ist gleich Connection.getInputStream und diesen InputStream müssen wir jetzt hier an diese Methode mitgeben und dann wird daraus der Text gelesen und dann wird ein String zurückreturned, der dann quasi den Text enthält. Das heißt, wir sagen jetzt hier get Text vom Input Stream und dann geben wir hier den Input Stream, mit dem wir da haben. Nachdem das geschehen ist, können wir den Input Stream von der Connection auch wieder schließen. Connection.getInputStream.close. Und da fällt mir gerade ein, den Data Output Stream könnten wir natürlich hier auch noch schließen, nachdem wir ihn das letzte Mal benutzt haben mit Data Output Stream. Punkt Flush erstmal, damit noch die letzten Daten da rausgespült werden, wenn noch welche drin sein sollten. Und dann noch Punkt Close, damit er dann auch geschlossen ist und nicht mehr weiter die Ressourcen blockiert. Und dann, nachdem wir das dann hier haben, also auch unsere Server Response haben, können wir dann sogar noch unsere Connection wieder disconnecten, weil ja jetzt eigentlich alles getan ist, was wir tun wollten. Jetzt haben wir quasi unser Bild hochgeladen und jetzt hat der Server auch seinen Link ausgespuckt. Den haben wir jetzt hier in einem String drin und den will ich jetzt in unser Text-View setzen, was wir ja hier drin hatten, das Text-View. Und das machen wir doch gleich mal. Das heißt, wir gehen jetzt hier in unsere onPostExecute-Methode rein und sagen dann hier tvLink.setText serverResponse und dann wird das da reingesetzt. Aber wir müssen bedenken, dass wir noch ein Bild haben, wo ja vorher angezeigt wird, welches Bild wir hochladen wollen, also das Bild, was der Nutzer ausgewählt hat. Und das müssen wir natürlich vorher verschwinden lassen, denn sonst ist es da auch noch zu sehen und das soll ja dann Platz schaffen, damit der Text dahin kann. Das heißt, wir müssen vorher noch das Bild wieder clearen, wenn wir dann hier das ausgeben mit ImageView.set ImageDrawable null und dann ist da kein Bild mehr drin. Und natürlich müssen wir auch den Upload-Button, den wir noch in unserer App da drin haben, der jetzt hier gerade nicht angezeigt wird, müssen wir natürlich dann auch wieder deaktivieren, denn das Bild wurde ja hochgeladen. Deswegen sagen wir jetzt hier .setVisibility invisible. Und der wird ja dann, sobald ein neues Bild ausgewählt wurde, wieder sichtbar geschaltet. Das heißt, das ist auch schon alles geklärt. Jetzt haben wir das Ganze soweit gemacht. Allerdings, wenn ihr aufgepasst, jetzt haben wir das so gemacht und jetzt haben wir hier unser Text-View mit dem Link. Jetzt haben wir das so gemacht und jetzt haben wir hier unser Text-View mit dem Link. Der wird jetzt zwar der Link drin angezeigt werden, aber was ein bisschen blöd wäre, wenn der Nutzer wäre, dass man den Link nicht anklicken könnte. Er würde da einfach nur drin stehen, aber man kann ihn weder kopieren noch anklicken. Das heißt, ich will jetzt hier dem Text-View noch ein paar Attribute hinzufügen, um den eben anklickbar zu machen. Und da gibt es das Attribut Autolink. Und da können wir jetzt Web auswählen und dann werden alle Links automatisch klickbar gemacht. Und dann können wir den Text auch noch kopierbar machen mit Text is selectable true und dann kann man den Text auch auswählen und kopieren. Jetzt haben wir
das Nötige gemacht. Allerdings fehlt jetzt, während das Bild hochgeladen wird, noch ein bisschen Feedback, ob das denn auch vorangeht und so der Prozess. Ihr habt ja vorher in der Vorschau gesehen, dass da noch so ein Progress Dialog aufpoppt, wo dann immer in Prozent angezeigt wird, wie viel vom Bild schon hochgeladen wurde. Und das wollen wir jetzt nachrüsten. Und dafür wollte ich auch diese ganzen Sachen hier haben. Denn wir müssen dann am Anfang genau wissen, wie viele Bytes wir da hochladen müssen, um dann eben das richtig zu betreiben mit dem Progress Dialog. Und den wollen wir uns jetzt mal erstellen, den Progress Dialog. Und zwar hier, wenn wir auf den Button klicken, können wir das direkt machen. Beziehungsweise ich mache mit dem hier mal als Instanzvariable schon mal hier oben. Also Progress Dialog, nenne ich mal Upload Dialog. Und den will ich jetzt mal einrichten, sobald auf den Button hier geklickt wird. Also sagen wir hier, Upload Dialog ist gleich New Progress Dialog. Der Kontext ist natürlich dann MainActivity.this. Und der kriegt dann noch einen Titel. Und zwar Bild wird hochgeladen. Und dann kriegt er noch eine Nachricht. Und zwar bitte warten. Und dann kriegt er noch was. Und zwar, wenn wir ihn jetzt einfach so anzeigen würden, hätten wir da einfach nur einen sich drehenden Kreis. Aber da wird nicht angezeigt, wie viel der Fortschritt ist. Und deswegen will ich jetzt noch sagen, .set Progress Style. Und da will ich jetzt den Progress Dialog.style horizontal. Und dann haben wir da eine Progress Bar, die dann eben auch den Fortschritt anzeigt. Dann können wir den noch anzeigen in Folge. Upload Dialog. Schau, und dann müssen wir diesen Progress Dialog natürlich immer updaten, sobald dann was passiert ist. Und zwar will ich das jetzt in diesem While Loop drin machen, den wir hier haben. Und da will ich dann immer, sobald ein KB hochgeladen wurde, quasi den updaten, den Progress Dialog. Allerdings ist es so, dass dieser While Loop, da soll ja immer so ausgeführt werden, dass quasi ein KB ausgelesen und sofort hochgeladen wird auf den Server. Allerdings, wenn wir hier diese Connection hier vorher nicht genau vorher mitgeben, wie groß denn der Upload ist, dann ist es so, dass erstmal hier drin in dem While Loop alle Daten vorgebuffert werden, aber dann erst im Anschluss hochgeladen werden. Das heißt, unser Progress Dialog wird dann zwar in einem Affenzahn vorangehen, allerdings werden die Daten alle noch nicht hochgeladen und würden dann erst im Nachhinein hochgeladen werden. Und deswegen müssen wir der Connection hier mitgeben, wie groß die Größe des Uploads ist. Und das machen wir mit Set Fixed Length Streaming Mode. Und hier können wir jetzt in einer Int oder in einer Long angeben, wie groß eben der Upload ist. Und dazu zählt zum einen mal das Bild, was wir hochladen, in Bytes natürlich. Aber deswegen wollte ich die ganzen Sachen hier oben stehen haben. Auch diese ganzen Strings, die wir hier mitgeben müssen. Das heißt, wir müssen das alles mal zusammenrechnen. Und das machen wir doch mal hier oben. Das heißt, wir haben hier einen Integer und den nenne ich jetzt Upload Size. Und den stellen wir jetzt zusammen aus, erstmal den ganzen Strings, die wir da hochladen. Also das heißt, wir haben hier First Line Boundary und danach haben wir noch die Content Disposition und dann haben wir noch zweimal eine neue Zeile plus New Line und dann haben wir noch die Last Line Boundary. Das heißt, das sind schon mal alle Strings und davon wollen wir jetzt die Größe in Bytes haben. Da könnte man jetzt natürlich Punkt Length schreiben, damit man die Anzahl der Zeichen raus hat, denn ein Buchstabe ist ja ein Byte. Allerdings wollen wir es hier quasi korrekt machen und sagen hier einfach get Bytes Punkt Length und dann haben wir die Länge der Bytes. Dann brauchen wir aber auch noch die Größe der Datei und da sollte ich jetzt vielleicht mal diese Variable hier nach unten kopieren. Das war gerade ein Fehler von mir. Und zwar unter den Input-Stream, damit wir aus dem Input-Stream dann quasi noch die Dateigröße von dem Bild rauslesen können. Das heißt, wir sagen hier noch plus Image Input Stream.available und available gibt aus, wie viele Bytes das Bild quasi groß ist, also wie viele Bytes erhältlich sind. Und dann wissen wir quasi diese Upload Size, können die hier mitgeben, Upload Size. Man kann jetzt auch eine Long mitgeben seit Android 4.4. Davor konntet ihr nur einen Integer mitgeben, das heißt, ihr seid dann quasi aufgrund der Maximalgröße des Integers auf 2 GB beschränkt. Allerdings reicht das auch locker aus, um dann quasi das zu machen. Und für den Progress Dialog ist dann ein Integer auch besser zu handhaben.
Und das können wir uns hier gleich zu Nutzen machen, denn der Progress Dialog weiß noch nicht, was seine Maximalgröße ist. Und die Maximalgröße ist natürlich dann die Anzahl von Bytes, die hochgeladen werden. Das heißt, wir sagen dann hier Upload Dialog. Set max und da kommt jetzt unsere Upload Size rein. Das geht übrigens sogar hier, obwohl wir in dem anderen Thread sind. Das ist so gut gemanagt beim Progress Dialog, dass dann automatisch das in den normalen UI Thread übersetzt wird. Das heißt, wir haben jetzt hier die Maximalgröße. Allerdings wollen wir dann immer hier, wenn 1 KB hochgeladen wurde, auch den Progress Dialog updaten. Und dafür will ich jetzt hier nochmal einen neuen Counter einrechnen. Nein, nicht hier, sondern eine Zeile drunter. Und den nenne ich jetzt mal int byte counter. Und den erhöhen wir immer um 1024 Bytes, wenn eben quasi dieser While Loop hier ausgeführt wurde. Das heißt, wir sagen hier byte counter plus gleich 1024. Und der muss natürlich hier initialisiert werden, denn ich kann nicht den erhöhen, wenn noch kein Wert initialisiert ist. Das heißt, am Anfang ist der Byte-Counter einfach 0. Und dann will ich den Upload-Dialog will ich updaten damit und ihm sagen SetProgress und dann unseren Byte-Counter. Und dann wird das automatisch angezeigt, wie viel schon hochgeladen wurde davon. Jetzt wird das alles abgedatet und so, allerdings verschwindet der Progress Dialog noch nicht, nachdem dann der Upload beendet ist, und das sollten wir dann auch machen. Und zwar machen wir es dann hier in der Post-on-Post-Execute Methode. Da sagen wir dann einfach Upload Dialog, ich verwechsel das gerade irgendwie immer. Punkt Dismiss, und dann verschwindet der ganz einfach wieder von der Fläche. Was ich noch sagen wollte, hier sind natürlich noch diese paar Bytes, die wir hier oben haben, die haben wir natürlich hier nicht mitgerechnet. Das heißt, da bleiben dann ein paar offen am Ende. Allerdings, das sind nur ein paar Bytes und das wird gar nicht auffallen, weil das ist wirklich so extrem wenig. Das kann man ruhig mal unter den Tisch kehren, das ist nicht weiter relevant. Was mir noch gerade einfällt, was wir vielleicht machen sollten, ist, dass wir hier in diesen Catches hier noch dem Nutzer mitteilen sollten, dass da was nicht geklappt hat. Das machen wir mit einem Toast einfach kurz, ist nichts dran. Sagen wir dann einfach hier, Context ist natürlich Main Activity, das haben die bei Android Studio immer noch nicht richtig gemacht. Und dann sagen wir hier, es ist ein Fehler aufgetreten. Bitte erneut versuchen. Und das soll natürlich auch bei der anderen Exception sein, damit der Nutzer informiert ist. Und dann ist hier wieder irgendein Klammerfehler, zeigt er mir hier unten schon an. Ah, ich sehe schon hier, ich hab hier einfach eine Klammer zu viel. Okay. Da ist mir noch eine Layout-Sache aufgefallen. Und zwar, wenn der Nutzer jetzt, nachdem dieses Bild hochgeladen wurde, würde ein neues Bild auswählt, dann ist ja unser Text-View noch da, wo dann eben unser Link angezeigt wird. Das heißt, wir müssen, sobald ein neues Bild ausgewählt wurde, dann das Text-View auch wieder quasi unsichtbar machen, beziehungsweise den Text rausnehmen. Das sollten wir noch kurz machen in der OnActivityResult-Methode mit tvLink.setTextNull. Ihr seht schon, mir fallen hier gerade am Ende noch ein paar Sachen ein, die man eben noch vielleicht verbessern sollte. Hier fällt mir jetzt auch noch gerade ein, wir sollten bei unserem OnClickListener hier noch ein bisschen für Sicherheit sorgen. Und so sollten wir natürlich hier noch, bevor wir den Upload starten, überprüfen, ob denn unsere Image-URI überhaupt einen Inhalt hat. Es kann immer mal wieder sein, dass der Button irgendwie schon freigeschaltet wird, obwohl dann noch gar kein Inhalt drin ist. Das heißt, wir fragen hier noch kurz ab. Also if Image-URI ungleich null, dann können wir das ganze Zeug hier bedenkenlos starten. Und wir sollten vielleicht auch noch überprüfen, ob wir überhaupt Internet haben. Denn wenn wir kein Internet haben, dann kackt uns die App am Ende deswegen ab, nur weil wir kein Internet haben und der Nutzer nicht gewarnt wurde. Deswegen will ich jetzt noch das kurz überprüfen. Und da habe ich jetzt mal kurz eine Methode vorbereitet. Das ist nur so eine ganz kleine. Habe ich auch schon in meinem Text an Server senden Video genauer erklärt. Die kopiere ich mir jetzt auch mal hier rein. Ist auch nur ein ganz simples Ding. Muss natürlich auch wieder ein Haufen importiert werden. Und dann fragen wir hier ganz einfach if und if Internet available. Ich wollte es gerade schon sagen, das war's dann aber auch alles. Aber für diese Methode hier brauchen wir noch eine Permission, und zwar die Access Network State Permission.
haben wir doch wieder noch was, Access Network State Permission, damit dann das auch abgefragt werden kann, ob das Network quasi in Ordnung ist oder nicht. Und dann sind wir es aber auch wirklich fertig und dann schauen wir einfach mal, ob die App soweit funktioniert. So, ich habe jetzt meine App mal auf mein Handy geladen und dann drückt mir mal hier auf den Bild auswählen Button. Und dann können wir hier ein Bild auswählen, zum Beispiel mein Kanallogo. Das wird dann hier angezeigt und wir können hier ganz einfach auf den Bild hochladen Button drücken und dann wird das hochgeladen. Ich habe gerade den Progress Dialog gesehen, in dem dann angezeigt wurde, wie weit das ist. Das geht es hier in meinem WLAN natürlich relativ schnell. In der Internetflat dauert das schon einen Ticken länger und dann haben wir hier den Link, wo wir dann draufklicken können. Öffnet sich dann im Browser, wenn man das noch optimieren wollte, könnte man es natürlich auch in einem Chrome Custom Tab öffnen, aber das ist jetzt hier mal ausreichend. Und dann haben wir hier auf der Webseite, die hier oben angezeigt wird, quasi unser Bild. Und das können wir natürlich dann auch direkt kopieren und dann irgendwie weiterschicken, den Link. Und das war's auch schon wieder mit meinem Datei auf den Server hochladen Tutorial. Ich hoffe natürlich, dass euch das Thema gefallen hat, dass euch das Video gefallen hat. Ihr könnt auch gerne einen Daumen nach oben geben, wenn euch das Ganze gefallen hat. Ansonsten, wenn ihr noch Fragen haben solltet, irgendwas unklar ist oder ihr Vorschläge für die nächsten Videos habt, dann könnt ihr das alles gerne in die Kommentare schreiben und ich versuche dann auch die Kommentare zu beantworten. Und dann sehen wir uns hoffentlich bald mal wieder in einem neuen Video. Ciao! We'll be right back.